Wir kommen heute zu einer weiteren Folge von Angeschaut und Ausprobiert. Ich habe meine Spielliste wieder mal aktualisiert und es warten einige Clicker-Games darauf gespielt zu werden. Mal gucken, ob sie sich gegen die große Auswahl der anderen Spiele durchsetzen können. Also auf in die Spielerauswahl. Mal schauen, welches Spiel heute in die Folge kommt. Age of Magic. Okay, auf geht's. Age of Magic scheint so eine Kombination zwischen MMO, wobei ich da noch nicht genau weiß, weil es sieht eher nach einem Trading Card Game aus. 248 MB zum Runterladen, also beziehungsweise zum Installieren und 204 MB zum Runterladen. Also kann ich gleich meine Neugierde stillen und herausfinden, wie sich das Spiel spielt, worum es genau geht und was die Spielmechaniken sind. Und es gibt wieder viele, viele Errungenschaften, wie es natürlich bei solchen Free-to-Play auch durchaus hilfreich ist, wenn man die Spieler möglichst lange beschäftigen will, angefangen von einzelnen Leveln, Chapter Clears, also bestimmte Fortschritte, dann Dungeons zu wiederholen, Arenen zu gewinnen, 1:1 Arena, 2 gegen 2 Arena, uiuiuiui. Dann viele, viele Freunde sammeln, Devotion Task, was auch immer das sind. Building Blocks, Guild Party. Naja, also viel zu tun gibt es auf jeden Fall, mit Sicherheit Langzeit-Spielstoff. Die Frage ist halt nur, ob die Spirale aktiv genug dafür da ist, um im Spiel zu bleiben. Und jetzt gilt es gleich, das Spiel zu starten. So, nachdem ihr jetzt die Musik schon einen Moment gehört habt, werde ich sie für die Aufnahme abschalten, damit sie nicht zu sehr mich überlagert. Und gleich mal schauen, dass ich wieder meinen Namen bekomme. Ja, ein Buchstabe zu kurz, dann machen wir nur den Spielefehl und lassen das drin. Ah, jetzt wieder die Klassen aussuchen. Wie bekannt will ich am liebsten die Mage spielen, aber wenigstens mal anschauen, wie die unterschiedlichen Charakter hier aussehen. Ranger. Eher mit Messern als mit Pfeil und Bogen. Knives and Daggers. Ja. Spiritual Leaders will use their face to guide their troops. Und jetzt die Recken. Auch in lila gehüllt, was immer so ein bisschen Gift oder Dunkelheit ausmacht. Hui. Also dann, auf als Mage in Age of Magic. Loading Resources. Your turn. Spielefilm, willkommen. Let's go through to some Battle Basic. Ja. Now I show to how to use cards. Okay. Karten erzeugen, hinsetzen, aufgreifen. The numbers on the summoned units are attack and hit points. Confirm. Okay, also Angriffspunkte und Lebenspunkte. So, 2 Mana habe ich zur Verfügung und ich kann die Settings nicht einstellen. Also, Angriff, Opponent's Turn. Sie macht eine neue, aber er bleibt am Leben. Units Move Attack Range ist 2 Spaces. Okay. Use your cards to attack your opponent. You are victorious when the HP reach 0. Okay, 3 HPs hat sie noch. Und ich soll jetzt weitere Infanterie setzen. Der geht 2 Schritte weiter, der geht auch 2 Schritte weiter. Jetzt habe ich schon 4 Mana-Punkte. Da kann ich sogar einen Elfwaden setzen. So, der als erstes einmal draufhauen, nochmal draufhauen und das war's. Juhu! Also, let's learn how to use MP this time. The blue orb power is your mana. MP cost. Ja.
Also zuerst den Elfen. Und sie macht meine Einheit platt. Your max MP has been raised by one and your MP is now full. Gut. Ja, ich folge ja schon den Instruktionen. Ihr hört jetzt leider nicht, dass sie das gesagt hat, weil mir einfach die Musik für die Aufnahme noch viel zu laut ist. When your MP is too low to play a card, your turn will automatically end. Okay. Aber ich kann hier eine weitere Karte spielen. Und die stehen dann einfach hintereinander. Und jetzt habe ich bereits vier und kann den beide angreifen lassen. Und sie hat die andere jetzt überholt. Ist vielleicht nicht so optimal. Aber jede Runde gibt es einen Mana-Punkt mehr. Null Cards left in my deck. Okay. You win. Und ja. Okay, the typical single-player battle has two rows of battlefield space. Ah ja. Okay, also Nummer 1. Oh, die sind ein bisschen schneller unterwegs. Die können vier Felder laufen. Oh, jetzt sind sie tot. This unit has a range plus 3 ability, which allows the attack space 3 spaces longer than the average unit. Why doesn't summon it and see? Gut, dann ist es ja sinnvoll, die möglichst weit hinten aufzustellen. Time to defeat the enemy. Your turn. Also den Centaur dazwischen. Und jetzt kommt daneben noch einer an. Gleich wieder Angriff. Oh, da ist der Centaur schon wieder hinüber. Fireball. Burn 3 at the end of each turn, takes 3 damage. Deals 6 damage to target enemy units. Affected units gains burning 3 for one turn. Die kann ich damit nicht angreifen? Nee. Also Burning. Jetzt geht er auch vorwärts, damit er dann dort angreifen kann. Und nochmal Feuerball. Aber den kann ich nicht dort verwenden. Okay, das heißt, wenn die Lane nicht blockiert ist, kann er auf jeden Fall selber angreifen. So, dann dort Schaden von 3, 4. Ui. Wirkt etwas hektisch, aber dabei ist es ja einfach nur Turn-Turn-based. Und der kann jetzt überholen. Okay. Soweit, so gut. Ah, ich habe ganz vergessen. Timer einstellen. Die Stunde läuft. Und ich habe meine erste Errungenschaft freigeschaltet. Learn how to use a unit with the alert ability. Okay, unit with the alert ability can attack adjacent enemies. Okay, das heißt, die können auch von unten angreifen. Ich soll die da hinsetzen. Zack, nach hinten angegriffen. So, Unit with the Alert Ability, wo steht denn? Ah, da unten steht Alert. Okay. So, das heißt, ich kann die dort angreifen und dann ist die auch gleich wieder weg. Fireball 4, deals 6 Damage. Zack. Oh, schon wieder hinüber. Ich habe noch zwei Karten in meinem Deck. Der hat kein Alert, der hat Move 2. Das heißt, der würde einfach weiterlaufen. Opponent's Turn. Pfui, der nächste. Jetzt habe ich auch Zentauren. So, der ist weg.
Hoffe ich jedenfalls. Ah, ich kann noch mehr zaubern. Gar nicht mitbekommen. So, einmal Angriff nach vorne. Okay, der andere konnte nichts mehr zaubern. Er hat keine Karten mehr, oder wie? Feuerball. Und... So, der andere wird jetzt wieder überholt, weil der ist ja schneller. Aber kann nicht mehr angreifen. Aber jetzt geht's zu Ende. Gut. Die nächste Errungenschaft freigeschaltet. Making Improvements. Ich würde jetzt ganz gerne mal selbstständig spielen. Wieso brauche ich denn so ein langes Tutorial dafür? This is your first time facing such strong enemy. I will assist you with an elite unit. Okay, welches ist die Elite Unit? Achso, wahrscheinlich das da. Captain Lucius. Elite. Each side cannot summon more than one Elite. Life 3 Human, other friendly Human und gains 3 HP und Amort. Gold-boarded Cards are Elite Cards. Each side may not summon more than one. Okay. Ihr könnt froh sein, dass ihr die Musik nicht hören müsst. Die geht mir schon ziemlich auf den Keks. All units in cross-shaped area gain poison for 3 für 10 Runden. Ob das auch auf meine gilt? Nur Attack, okay, also der andere geht nicht. Ach, die gehört auch zu ihm, verdammt. Also ich habe jetzt noch 3. So, wie kriege ich die denn jetzt weg? Alert. Attacks Object Scare. Okay. Okay, die kann ich nicht aufrufen. Kann ich erst nächste Runde machen. Dann Infanterie. Und noch ein Elf-Guide. Hat schon wieder einen Zentauren berufen. Wie viel Leben hat er eigentlich noch? 6 Leben und 2 Angriffskraft. So, jetzt den Alert. Der hat auch Alert. Hat Angriffskraft 2, hat Angriffskraft 3. Dann ist der auf jeden Fall schon mal weg. Können die irgendwie geheilt werden? Okay, 4 hat er noch. So, 3. Und 11 Guide, 2. Was bedeutet das Ausrufezeichen? Also das... Ach nee, das ist von dir da oben. Du bist auch... Ich kann auch nicht 2 Elite-Cards haben. Aber sie hat trotzdem 2. Elite-Karte gezaubert. Okay. Lange wird er nicht mehr durchhalten. Ist natürlich nur die Frage, ob meine Leute hier dann jetzt genauso verletzt werden. Sieht ganz so aus. Der hat die hinter meine gezaubert. Okay. Genau, da sind die Achievements, die jetzt auch regulär sind. Okay, und jetzt sind hier Let's replenish some cards from the shop. Okay. Bestellen cards is essential for improving your strength. Deine Stärke. Rewards 35 Silber. Alle möglichen Karten. Bababababam. Common, Rare, Epic, okay, das sind aber die, sind alle bloß Common. Gut. Let's place the cards we obtained in your deck. Jawohl.
Also Deck basteln, edit. 30 cards are required to complete a full deck. Autofill button. Naja, kann ich bisher nicht viel machen. Please exit. Okay, ich werde immer noch hier komplett an der Nase durch das Tutorial gezogen. So, 2-1 Stage. Okay, das ist also wieder Stamina. Das heißt, ich kann nicht beliebig lange spielen. Also 31 habe ich ja aktuell. Gut. So, choose a card you wish to replace. Ich wüsste nicht, warum ich jetzt eine davon replacen sollte. Aber vielleicht die 6er, weil die ist jetzt aktuell noch nicht sehr spannend. Let's practice how to use weapon. Okay, habe ich denn schon eine? Ah, hier drüben. Gut. When your weapon is on the right, you can only use it once per turn. Please note that using weapons also costs mana. Your weapon is ready to be used. Please click on the weapon. Und zwar, ja, mit wie viel Damage? Affects target enemy units gain 3 burning for one turn. Ah, flame stuff. Na dann. Dass das allerdings jetzt nur eine Durability von 95 hat. Ich hoffe nicht, dass das allzu schnell kaputt geht. So, Dark Lord. Forget me not. When killed, deals MDMG to its killer equal to its attack. Okay, das heißt, da gibt es dann Defense irgendwas. Sich sozusagen zu rächen. Okay, Fireball lohnt sich jetzt natürlich für die da oben ein bisschen mehr. Da kommt schon die nächste. Oh. Poison Cloud. Ja, ist ja echt unpraktisch. Und die Walking Dead. Walking Dead kann ich ja dann auf den dann ansetzen. Und noch die Dwarf Infanterie. Zack, weg und auch zack, weg. So. Uiuiui. So, Lion Hunter. Also was habe ich jetzt hier? 3 HP und 4 HP. Die ich möglichst wegbekommen möchte. Also 1 HP kriegt er auf jeden Fall weg. Und der hier hat noch 3 Angriffsstärke. Und der andere hat hier auch 3 Angriffsstärke. Also am besten mal den dazu. Und dann, okay, den kann ich nicht angreifen. Dann machen wir den da oben. Okay, der andere ist jetzt gleich verbrannt. Okay, der hat Angriffskraft 2 und die hat Angriffskraft 3. Sieben Lebenspunkte, 4 Angriff. Das ist natürlich ideal, wenn du zuerst angreifen würdest, dann könnte die andere gleich nach vorne marschieren. Aber schauen wir mal, dass du dann einfach durchkommst und danach hoffentlich gut angreifen kannst. Er hat keine Karten mehr gezogen. Master Pack interessiert Nero. So, dann den nächsten. Kein Ziel. Also ich kann generell den hinten nicht angreifen, um ihn mit einem Feuerball zu erledigen. Also dann Infanterie aufs Feld und alles von Hand. Ja, dann muss ich das vorzeitig abnehmen. Ah, ich kann Entity Settings. Volume. So, dann kann ich euch jetzt wieder ein bisschen Ton dazu machen, zumindest das Rumgeklicke und Kämpfe. Switch to Auto End Turn Mode. Und das ist zu Render. Graveyard. Graveyard.
Das sind die, die zuletzt gestorben sind. Und Settings. Okay, ich kann nicht mal die... Ja, nicht mal die Größe einstellen. Shovel, use it to remove the unit summoned by yourself or NPC party member. Was soll ich jetzt machen? Entern. So, noch einen Angriff und dann war es das. Kann ich noch ein paar Einheiten aufs Spielfeld setzen. Und gewonnen. Ja, jetzt ist es ganz ohne Ton. Dass man nicht mal die Hintergrundmusik und den Ton getrennt ausschalten kann, ist doch auch schon wieder Käse. Unlocked Function. New Feature Unlocked. Social. Juhu, ich kann jetzt Leute einladen. Stop starring and make some friends. 3 add friends. Okay, und wo kommen die her? At all. Invitation has been sent. Aha. The player is maxed. Sehr lustig. Okay, jetzt mal gucken, ob ich hier ein bisschen mehr... Genau. So, Background Music aus. Der Sound kann ruhig noch ein bisschen... Reject Dungeon Invites from Strangers. Hide Chat Bubbles. Ja, bitte. Confirm. So, die Größe kann ich nicht ändern. Also auch wenn ihr es hier sozusagen in Vollbild seht, sehe ich hier nur irgendwie so ein kleines Fenster. Und mal gucken, was jetzt hier noch so alles los ist. Also erstmal, mein Mana ist voll. Ich habe 5100 Goldmünzen. Gold ist wahrscheinlich die Premium-Währung, ja, die es dann gegen Echtgeld gibt. Giftcode habe ich gar keinen bekommen. Und VIP ist wahrscheinlich auch etwas, was man entsprechend kaufen kann, um ja, weitere Vorteile zu bekommen. Darf Goldmine. Climb up to 145 Gold for free every day. Spend 4199 Gold and get 26.100 in return. Time left 0 days und 30 Tage Pass. $799. Ich hoffe mal, das sind Centangaben. Aber nein, danke. So, open one pack with silver. So, clear any stage 6 times. Dann open one pack with silver. Click on the start button to get this quest. Corresponding interface. Okay, start. Gut, das ist das, was da dazu gehört. Dann rewards 5 devotion, den open one pack with silver. Ah ja, 3.999. Was bekomme ich eigentlich dafür, wenn ich die... Achso, das waren die Experience und nochmal mehr Silber. So, Devotion 20, 50, 70 und Reset on every Tuesday at 5 Uhr. Weekly Devotion Prices. Devotion for Prices. So. Gut. Dann... noch nicht das Geld ausgeben. Ich will erstmal noch sehen. Invite Friends for Sweet Gifts. Recruiter Prices. Okay, das heißt, wenn man neue Leute reingebracht hat, dann ja, bekommt man da auch wieder Belohnung. Das ist so immer dieser Pyramidenspiel-Effekt. Check-in Rewards, Login Rewards, Collect, One Day. 2x Reward, Standard Pack. Gut, Claim Stamina for free. Next Claim in 3 Stunden. Gut, so lange werde ich ganz sicher heute nicht spielen. Und dann gibt es hier noch also für Waffen-Upgrades, Legendary, Dungeon Assault, Card Exchange, Fight in any Dungeon, Twice Guild Party. Okay, also das sind so ganz viele verschiedene Sachen. Dann Mystery Award. The first time you buy gold, you will get bla 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 bla. As well bonus bla 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 bla. So, Growth Rewards. Am Level 9 Alchemist, Dungeon Dripping, Level 10, 11.
Na gut, das ist noch einiges. Ich bin jetzt schon Level 8. Ich habe doch gerade erst angefangen. Also Arena ist noch nicht verfügbar, Dungeons und das andere sind auch noch nicht verfügbar. Die Campaigns, das war ja, habe ich ja gerade schon gesehen. Your Dex Weapon can be upgraded. Deck Weapon. Okay, also Humans. Das sind neue. Centurio. Die ganzen verschiedenen Karten, wovon ich noch nicht weiß, was hier welche Vorteile bringt. Vor allem weiß ich überhaupt noch nicht, wie viele Karten ich tatsächlich habe. Priester. So, Feuerball, Poison Cloud, Concentrate, draw 3 Cards. Archiv. Okay, da sind wahrscheinlich die ganzen. Progress. Uiuiuiuiui. Das sind dann die verschiedenen Typen. Weil ich jetzt noch nicht weiß, was genau die unterschiedlichen Mana-Sachen. Damit haben sie nichts zu tun. Damit auch nicht. Und natürlich können sie abgegradet werden. Mal sehen, wie das dann funktioniert. Von wegen, wie viele Karten ich brauche, um einen so eine Kombination dann zu erfüllen. Ja, aber wo ist denn jetzt... So, das ist Current Deck, use 2 von 2 Cards. Also ich kann auch hier wieder immer nur 2 auf einmal. Und ich habe aktuell 30 Karten in der Verwendung. Und ich habe eigentlich nur die beiden Karten. Centurion. Also 4 Karten habe ich aktuell, die ich noch nicht in Verwendung habe. Ah, da ist der Flame Stuff. So, wie kann ich den jetzt... Equipment, permanent. Aber ich kann da jetzt noch nichts machen. Gut, dann nicht. Mit Dex Weapon can be upgraded. Oder auch nicht. Gut, dann hier der nächste Kampf. Das ist das, was ich im Tutorial durchgespielt habe. Gut, dann Tournament next. Da sind die Drops. First Clear Drops. 3 Star Victory Drops und Random Drops. Okay, dann wäre die Frage, was das alles für... Vor allem, wann ich das bekomme. Aber erstmal ausprobieren, inwieweit ich da noch weiterkomme. So, den Feuerball behalte ich. Die... Ach, ich lasse die einfach so. Boost Players are down shuffling. Sendable will summon additional units with special abilities from now on. Please be careful. Ah, okay. So, Lovely Priest. Gut. Ich habe jetzt eh bloß einen Punkt. Dann auf mit dem laufenden Tod. Und ich habe 25 Karten. You can use weapon once per turn. Ja, es nützt mir ja nichts, wenn ich sie damit nicht angreifen kann. Scherzbold. Immerhin habe ich jetzt schon mal die erste Verletzung. So, den Feuerball kann ich noch nicht einsetzen. Den... Elf Ranger und beziehungsweise wie viel? 3 für Burning. Wie viel Schaden macht er tatsächlich? Das ist auf jeden Fall schon mal verbrannt. There's a unit with a heal ability. She will restore HP for teammates. Welche ist das? Dauer 3 Cards. Range 3. Fireball. 6 Damage, das lohnt sich ja richtig. Und kann er nach hinten angreifen? Ja, natürlich kann er nach hinten angreifen. So, der Elfenranger. Oder doch lieber Concentrate. Dann kann ich diese Runde überhaupt nichts machen. Ich glaube, das ist sinnvoller, den Elfenranger schon mal reinzusetzen.
und dafür zu sorgen, dass sie die eine Einheit angreift. Drei. Brennt er jetzt für drei? Ich habe es immer noch nicht ganz verstanden, wie es mit der Waffe funktioniert. Ja, aber anscheinend. Burning 3 for one turn. Ja, dann. Aber erst wenn die Runde vorbei ist, wirkt sich das dann überhaupt erst aus. So, du hast Angriff 3. Dann habe ich noch 3 Punkte. Du hast auch Angriff 3, dafür 6 Leben. Dann stelle ich dich mal hier dazwischen. Dann ist die Einheit auf jeden Fall weg. Mit den beiden Angriffen. Und du erhältst wieder einen Schaden. So, jetzt brauche ich natürlich da noch eine Angriffseinheit, die mich davor schützt, hier überrannt zu werden. Und da kann ich eigentlich nochmal die drei Karten dazu ziehen. Da habe ich eine größere Auswahl. Und sieht ja so nicht schlecht aus. So, sie zieht gar keine neue Karte, aber es wird etwas unübersichtlich mit so vielen Karten auf der Hand. So, ich habe jetzt 8 Punkte, die ich da reinhauen kann. 3, 2, 4. Also hier mit dem 4er Angriff, dann werde ich die doch mal nehmen und schauen, dass die möglichst bald dort angreifen kann. Aber sie ruft gar keine mehr. Wäre schon mal interessant zu wissen, wie viele Karten die überhaupt auf der Hand hat, dass sie so wenig letztlich ausspielen kann. Flame Stuff, 2 MP Target Enemy Unit gets 3 Burning. Gut, dann schicken wir den Zentauren noch mit dahinterher. Dann sollte das jetzt eigentlich gleich erledigt sein. Mensch. Noch mehr. Naja, ich müsste die eigentlich alle hinsetzen. Ich könnte ja auch einfach den Zug beenden. Aber so ist auch gut. Experience 6. Remember to put the new cards into your deck. Okay, jetzt habe ich eine neue Funktion freigeschaltet. Auf jeden Fall steige ich ziemlich schnell auf, was die Level angeht. Weil mir das Value Upgrade your Cards. Ah, okay, das heißt, hier kann ich dann die Karten bearbeiten. Bekommt du der Alchemy Value, you can upgrade your Cards, give it a try. So, die Karte. Ui. 25 davon. Und wieder das nächste Achievement. So, das nächste ist natürlich dann schon einiges schwieriger. Was hat sich da eigentlich? Okay, da würde sich dann nochmal das erhöhen. Und das braucht noch. Aber die kann ich direkt einkaufen. Must be VIP. So. VIP 5 sogar. Okay. So, Extension. Consume the same card to break to the limit. This card extension panel, you can extend a card by using other cards of the kind when a card is extended. Okay, das heißt, wenn er die 3 Sterne erreicht hat, dann gibt es hier sozusagen die nächsten Stufen. So, Swordman, mehr Leben, mehr Angriffskraft und auch 25. Ja, da wäre jetzt natürlich die Frage, welche Einheiten sind da am sinnvollsten und am praktischsten und überhaupt. Und wo ist denn eigentlich mein Feuerball? Oder die sind, glaube ich, dann in den Waffen. So, das sind die Mana. Das ist nochmal die Quality-Angabe. Das ist die doch schon. So, ich dachte, das sieht man an den Rahmen, ob die bessere Quality haben. Dann wäre es auch interessant, eigentlich den hier hochzubringen. Upgrade.
Cool. Kostet aber natürlich dann schon einiges, die weiter aufzuleveln. Oh, den habe ich noch gar nicht in meinem Deck. Da sollte ich das schleunigst ändern. So, mein Deck editieren. Und zwar das da. Aktuell kann ich zwei Decks haben. So. Dann den Swordman mit Angriff 4. Eigentlich ist der nicht so sinnvoll. Ja, wie kriege ich den jetzt raus? Wo steckt der denn? Okay, das ist die Verteilung zwischen den verschiedenen Mana-Bereichen. Und ich suche jetzt diese Infanterie. Das ist der hier. So, dann kann ich ja zumindest den Centurion dann dazu nehmen. Und behalte immer noch einen von den Infanterie-Leuten. Dann nehmen wir mal noch die Swordman raus. Und nehmen dafür den rein. Schließlich kostet er ja nur 2 Mana. Das ist doch eine ziemlich gute Einheit an der Stelle. Gut, Deck ist voll. Und genau hier sind die Skills, die ich jetzt noch nicht aufgelevelt habe. Exit. Ah, genau. Die hält 7 Damage, aber da brauche ich schon 50 und ich habe nur noch 25. Na gut. Ah, Concentrate kann nicht aufgelevelt werden. Kann das dann hier verwendet werden? Der Card has been maxed. Ne, kann auch nicht. Also Blacksmith ist auch erst ab Level 11, also weiter zu kommen. Moment, Inventory will ich nochmal angucken. So, das ist das, was ich jetzt schon habe. Weapon Upgrade Material und Standardpack. Bumm. Okay. Kann ich insgesamt 4? Kann ich ja alle erstmal aufmachen. Obtain 20 Common Cards. So. Und dann gleich noch das nächste und eins noch. Okay. So, dann kann ich mir jetzt nochmal meine Karten anschauen. Was ich jetzt hier tatsächlich alles Neues bekommen habe. So, habe ich jetzt von denen, habe ich keine der neuen Bits bekommen. Ein Archer dazu. Elf Summoner. Wenn summons an L-Spirit in an adjacent square. Das klingt doch schon mal gut. Da nehme ich doch so einen einfachen auf jeden Fall mal mit. Und den kann ich auch noch upgraden, dass er ein bisschen mehr Gesundheit hat. Dann mache ich das an der Stelle und hole den in mein Deck. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Edit. Auf jeden Fall, das ist sozusagen immer die komplexeste und umständlichste Geschichte, bis man die Karten ein bisschen aufeinander abgestimmt hat und dann auch was Vernünftiges damit anfangen kann. So, also jetzt hier mal noch einen Zweier rausnehmen. Infanterie lasse ich drin, den Ranger auch. Naja, die Darts brauche ich natürlich genauso. Oh Mann! Auf wen will ich denn da verzichten? Ein Elf Ranger. Da hatte ich da vorhin auch schon. Der hat nur einen Attack und der hat 2. Dann nehmen wir die Ranger raus. Und nehmen dafür die beiden Summoner rein. Damit es irgendwie ausgewogen bleibt mit den Zweier und so weiter. Wäre natürlich interessant, was sich noch lohnt, so als Einserkarte reinzunehmen. Die macht eine Heilung. Dann könnte ich doch noch eine höhere Karte, wahrscheinlich am besten eine Viererkarte mal rausnehmen. 4, 6, 2, 7, 2, 8. Okay, dann nehme ich eine 2, 7 raus. Und nehme dafür, ah, davon hatte ich nur eine drin. Und wo ist sie denn jetzt? Das war doch gerade noch eine 1er da.
Ach nee, die ist 3. Hm, habe ich mich verguckt. Also Elf Guide ist die einzige mit 1, Walking Dead. Davon sind 2 drin. So, der Shooter ist noch. Hat er auch. Assassinate deals 1 permanent damage to the first unit summoned by the opposing player each turn. Das klingt ja cool. Und dann kriegt er da gleich 1 verpasst, wenn er den holt. Okay, das ist noch ein Zauber. Da kann ich den auch schon am Anfang ein bisschen mehr unter Dampf setzen. Dann nehme ich den noch mit rein. Complete. Exit. So, was mich jetzt trotzdem nochmal interessieren würde. Switch difficult. Weil die Frage ist, wie schnell bekomme ich denn da 3 Star Victory Drops? Weil wie komme ich denn da ran? Das sind Randoms. Beam Valley. Ah, okay, und dann gibt es hier noch zig weitere. Das dürfte noch einige Schwierigkeiten bedeuten. Na gut, dann machen wir erstmal den hier weiter. Kann ich die eigentlich überspringen? Ne, ich muss immer die vorher. Ah, okay, hier sind die verschiedenen Missions. Da haben wir 2 Humans Units in Battle, Kill Enemies und so weiter. Kill 5 Enemy. Uff. Wie % HP remains after clear a dungeon? Das sind die 3 Star Victory Drops. Das heißt, diese 3 Missionen müssen erfüllt sein, bevor ich das dann bekomme. Und das andere sind dann Random Drops. Ja, dann fange ich doch mal hier vorne an. Defeat an enemy within 15 turns. 60% HP remains after clear the dungeon. Lose more, no more than 8 friendly units in a battle. Okay, mal gucken, ob wir das hinbekommen. So, ich soll nicht mehr als 8 Einheiten verlieren. So, die hat 4. Und sie hat ja nur 3 Gesundheitspunkte. So, jetzt habe ich die 3er. So, die läuft schon mal durch. Okay, und sie hat jetzt keine Einheiten mehr. Das heißt, es sollte jetzt kein Problem sein, letztlich zu gewinnen. Zack. Zack. So, das heißt, ich müsste jetzt ein 3-Sterne-Rating bekommen. Victory. Goldflips. Collected. Magic Dust. Okay. Das wären die anderen gewesen. Und 3-Sterne-Rating. Confirm. Unlocked Function. Mal wieder für einen Levelaufstieg. Let's try to challenge a dungeon. Naja, ich habe ja eh keine andere Wahl. Du zwingst mich ja eh da rein. Willkommen to the dungeon lobby. A number of powerful boss are waiting for you and your friends to challenge them. Let's select the Derbing Cavern this time and click this button to enter. When 3 or less player fight in a lower difficult level dungeon, NPCs will join and assist you. Click to the start button to try it out. Okay, also ich und dann 2 NPCs. Gut. Choose a card you wish to replace. I shall punish you for your sins. Ich behalte... Ja, tausche schon mal den Swordsman auf. Okay. Ja. Ach so, das sind jetzt noch die anderen Spieler. Your turn und der geht automatisch zu Ende. Und die anderen kann ich wahrscheinlich nicht großartig beeinflussen. Oh. Aber ich kann in den anderen unterstützen. So. Cool, wir hatten den Willow reingeschickt.
Achso, nee, der ist mitgekommen. Das ist der Summoner. Deswegen ist das Willow mit dazugekommen. So, Elf Ranger. Kann er auf jeden Fall noch angreifen. Die anderen haben den in Brand gesetzt. Und Angriff. Sinking. Der Computer denkt. Mein Turn. So, den Vierer kann ich auf jeden Fall reinsetzen. Kann ich dort noch einen Angriff mit unterstützen. Ja, dann ist die Einheit auch schon wieder weg. 9. Boah. Da wird es langsam Zeit, die stärkeren Geschütze aufzufahren. Deals 3 bis 4 to the target enemy. 3 bis 4 ist aber unpraktisch. So, mal gucken, ob es ausreicht. Ja, die ist ausgelöscht. Und dann hier noch schon mal 3 Schaden dann danach zu richten, damit die letztlich verbrennt. Und die andere brennt auch schon. Wird langsam unübersichtlich mit den ganzen Einheiten. Okay, die ist auch verbrannt. Okay, das sind jetzt beide von ihr. Walking Dead hat einfach nur 1. Dann der Alert, der kann auch noch daneben angreifen. Oder? Das war doch Text Enemy in der Deck des Quers, genau. So, dann greif du mal da oben mit an. Aber die ist jetzt eh gleich besiegt. Noch ein Treffer und dann war's das. Boah. Ein Glück, dass er da verbrannt ist. Poison Cloud. Kann ich die vergiften? Und Walking Dead. Und hier unten noch ein Feuerball drauf. You win! Defeat the next boss to get a Vasum Rewards. Prepare for battle. Congratulations, you win. Next you can battle against the boss. Please do not leave the dungeon. Ah, okay. 10 Stamina? Ja, aber hallo. Enemies. Swordmaster war jetzt der erste. The purchases are nothing for person persistent. You have barely settled down for the right, maybe. Okay. Dann auf zur nächsten Runde. Der hat jetzt schon 35. This will be your final resting place. Lass mal die Dinger drin. Boah, und eine Bar für Widerstandsdinger hat er auch noch. Ja, ich kann jetzt in der ersten Runde nichts machen. Aber es ist natürlich praktisch, wenn der da drüber fliegen kann. Ach, die schützen uns. Okay. So, jetzt ist die Frage, der ist ein Summoner. Range. Wieso ist der da jetzt verschwunden? Das ist natürlich blöd, dass ich jetzt keinen habe, mit dem ich den da angegriffen bekomme. Allerdings ist das natürlich auch ein Problem von dem anderen dann. Also die stehen auf meiner Seite. Das heißt, da können wir sowieso durchlaufen. So, Elf Ranger, Fireball. Die kann ich eh noch nicht einsetzen. Dann lieber die Ranger verwenden. Dann fehlt jetzt natürlich noch ein Damage-Punkt, was ein bisschen schade ist. Oh, jetzt hat er... Er hat wieder eine Heilung bekommen. Ah, okay, jetzt ist alles um 1 verringert. Deswegen. So, dann den Feuerball. Am besten für den da unten.
So, und dann ist es schon mal jetzt der erste Gegner, also der erste Schaden an Endgegner. Aber der da hinten steht immer noch. Und leuchtet so nach und nach den NPC ab. Das ist nicht gut. So, der hat jetzt zwar einen Move, aber ich habe immer noch keinen, der... Ah, okay, jetzt ist er weg. Gut, das ist natürlich sinnvoll, das dann beim nächsten Mal vorher an der richtigen Stelle anzugreifen. So, lieber noch die Ranger. Die kriegt er sowieso klein. Und hier noch den Brand setzen. Na gut, hat wahrscheinlich nicht viel gebracht. Ich glaube, eine andere Einheit hätte ich auch nicht unbedingt schicken können. So, jetzt hat er dort einen dazwischen gesetzt. Erstmal gucken, wie die anderen jetzt agieren. Beziehungsweise das wäre natürlich ideal, den natürlich anzuzünden. Welcher bin ich eigentlich? Ich bin der Oberste. Das heißt, ich muss vor allem auf den aufpassen, damit ich nicht versehentlich abgemeuchelt werde. So, der ist schon mal weg. Und der verbrennt dann nächste Runde auf jeden Fall. Das war gerade minus 1 auf alle. Was war denn das für ein Zauberspruch? Das müsste ich doch eigentlich im Grave nachschauen können, oder? Irgendwie an der Stelle wohl nicht. Okay, das sind alles unsere. Das sind Gegnereinheiten. So, Swordsman. Zeit für Kämpfer. Haben wir schon gar keine mehr da vorne aktuell. Zack, weg ist er. Ja, das ist irgendein Zauberspruch. 3 MP deals 5 Damage randomly do irgendwelche. MD ist wahrscheinlich Mana Damage. Okay, eingefroren. 3 für 10 Runden. 3, 2. Na, dann schicken wir mal ein paar Kräftige auf den Weg. Die können natürlich alle nur nicht angreifen. Insuffizient Mana. So, der greift an. Noch ein Angriff. 10 Punkte noch. Das sollte eigentlich ganz gut klappen, den jetzt bald mal zu erledigen. So, Täuschencloud. So, die sind jetzt vergiftet. So, dann noch den Zentauren, damit er möglichst schnell nach vorne kommt. Und den auch noch in Brand setzen. Walking Dead. Noch 5 Lebenspunkte, noch 3, 2, also nur noch ein Treffer. Also nächste Runde ist er erledigt. Wieso habe ich jetzt... Achso, ich bekomme ja jede Runde nur eine Karte. Achso, was waren das jetzt? 3 bis 5 Damage. This will be your death. Ja, das war das Niedrigste überhaupt. Gut, dann kann ich ihn aber nochmal anzünden und das war's. Free Flip 2. 1, 2. Okay. So, das heißt, was kann man hier alles bekommen? Gold, diese Magie-Steine. Da hatte ich ja vorhin auch schon eingebracht. Jetzt hat er schon weggenommen. Okay. Dungeon Rider, nächstes Achievement. Also die erste Stufe kostet nichts und die zweite Stufe vom Dungeon kostet dann 10. Das ist doch... Ja.
Okay, aber irgendwo muss man ja sein Stamina ausgeben können. Time Dungeons sind noch keine da. Okay, und jetzt kann ich die Kampagne noch weiterspielen. Also, ich habe jetzt hier schon mehrere Devotions bekommen. Clear any stage 6-mal. Und open one pack of silver. Have one friend. Oh, einer hat meine Einladung angenommen, die ich da einfach mal automatisch generiert habe. Okay, dann nehme ich jetzt mal einen von diesen Standarddingern. Und ich habe schon wieder eine Funktion freigeschaltet. Jetzt kann ich endlich meine Waffen aufleveln. You can upgrade weapons in the blacksmith. The higher the weapon upgrade level, the more HP your hero will have. Aha, meine Gesundheit hängt mit den Waffen zusammen. The weapon skill will also be upgraded as weapons level up. So, select weapon now. Okay, dafür brauche ich das da. Und okay, ich brauche aber nur 10 Silbermünzen. Wieso habe ich jetzt eigentlich schon wieder so viel Silber? Ich dachte, ich hätte gerade 4000 ausgegeben. Upgrade. The weapon is now upgraded, making you even more powerful. Remember to upgrade your weapon whenever possible. Ja, das heißt, ich musste aber dafür ziemlich viel von diesem Material weitersammeln. Und das sind die anderen Waffen. Das heißt, kann ich einfach so switchen zwischen den verschiedenen Klassen. Das heißt, ich hätte am Anfang gar keine wirklich auswählen müssen, sondern ich kann die jeweils auswählen, mit der ich euch gerade spielen will. Kann mal gucken im Deck. Ah ja, genau, dann kann ich hier. Kostet allerdings 20.000 Silber, um eine weitere Klasse spielen zu können. Ansonsten kann ich mir nur ein zweites Magie-Deck einrichten. Gut, aber das muss ich jetzt eh nicht machen. Aber ich wollte gucken, was jetzt hier noch so alles rumschwirrt. Clear any stage 6 times. Also noch 2 Stages, damit es geklappt hat. So, Alchemie habe ich jetzt erreicht. Und die Level 10 habe ich auch erreicht. Und Level 11. Ah, da kann ich meine Waffe noch upgraden. Und die Mystery Chest. High chance to get 500 Silber, 50 Magic Dust und eine Rare Card. Okay, immerhin habe ich die Karte bekommen. In 10 Minuten kriege ich die nächste. Upgrade VIP Level to higher quality, bla 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 bla. Klar. Aber das brauche ich für so eine angeschaut und ausprobiert Video, werde ich da garantiert nichts großartig investieren, sondern einfach nur mal das spielen, was direkt verfügbar ist. Also, die Waffe lässt sich weiter upgraden. Upgrade werden du Level 2. So, Hero HP plus 2 und macht trotzdem nur 3 Burning, also da hat sich überhaupt nichts geändert. Das heißt, es geht nur das Hero HP. Ja, dann geht es wahrscheinlich einfach ziemlich langsam. So, hier, Collect. Und bei 50 gibt es das nächste. Gut, dann gilt es hier weiterzumachen. Aber dann werde ich hier jetzt nochmal versuchen, das nächste Sterne-Rating-Bit zu bekommen. Also 60% HP. Mal gucken, was hier Drops sind. Die Silber-Sachen. Also 60% HP remains after clear dungeon, defeat enemy in 13 und nicht mehr als 8 verlieren. Also auf geht's. Da waren die Tutorials ja auch eh ziemlich einfach. So, weg. Und die nächste kann sie dann auch besiegen. Weg. So, jetzt habe ich glaube ich schon 2 Karten verloren. Und auf. Und sie kann schon keine mehr herbeirufen. Das heißt, ich habe überhaupt kein Problem entsprechend. Ups. Da habe ich schon ausgegeben. 25.
Und wieder eine 3-Sterne Lösung. Die Drops sind dann aber wahrscheinlich nicht nochmal erreichbar. Zumindest glaube ich nicht, dass die ein zweites Mal ausgeschüttet werden. So, kill 5 enemy units in battle, defeat enemy in 12 Runden. So, dann so schnell wie möglich. Aber ich muss natürlich noch die entsprechenden Einheiten killen. Also 5 Einheiten waren das, die da erledigt werden sollten. Ups, nur ein Target. Okay, dann den Centaur, dass der nicht zu schnell läuft. So, hier dann das gleiche. Der wird jetzt eh nicht weit laufen. Ist auf jeden Fall wichtig, dass ich dann nächste Runde noch eine weitere Einheit erwischen kann. So, jetzt gibt's doch, es gibt noch weitere Einheiten. Hui! Fireball. So, sie reißt wieder eine. Dann gleich mal den hinterher. So, es sollte auf jeden Fall jetzt 5 sein. Jetzt ist natürlich nur die Frage, ob das in 12 Runden erledigt war, was ich nämlich im Moment nicht glaube. Aber mal gucken. Also, complete 5 Devotion Task. So, einmal rechts. 8 Magic Dust. War überall Magic Dust drin. Also von daher, egal. Okay, hat geklappt. Auch dort habe ich alles bekommen. So, jetzt würde mich aber nochmal interessieren, das würde ich gerne austesten, ob ich die mehrfach bekomme, weil ich denke mal nicht, dass man die wirklich mehrfach aufnehmen kann. So, die ist noch nicht möglich. Hier gibt es eh bloß ziemlich wenig Karten. So, der ist weg. Und jetzt kommt, glaube ich, eh keine Karte mehr. Genau. Dann kann es auch einfach beendet werden. Zack. So, jetzt möchte ich gern wissen. Gut, die Karte gibt es wieder. Wieder 8 Stück. Und 82 Goldmünzen. Das bleibt. Ja, genau. Also, die Sterne-Sachen kann man nur einmal abschließen. Ist ja auch logisch, aber sicher ist sicher. So. Wo kommt das denn her? News, Guild, PM. Jetzt habe ich doch hier schon was abgeschlossen. Ach, das sind schon die ganzen, die ich completed habe. Da habe ich noch gar nicht gesehen, dass sie da unten stehen. Deswegen das Open with 1 Silver, Clear 6 Stages, Open 1 Pack with Gold. Aha. Ah ja, das war genau die, die ich am Anfang irgendwie bekommen habe. Und noch 5 Punkte, dann bekomme ich diese Kiste. Okay, jetzt kann ich meine Waffe noch weiter verbessern. Dann gucke ich mal, was mir das bringt. So, Upgrade, so 1,3. Ja, und jetzt brauche ich schon 2 davon. Und trotzdem habe ich nur die HPs dazu bekommen, ohne dass ich wirklich... einen Vorteil habe im Kampf, dass ich mehr Angriffs habe oder sowas. So, warum Incomplete 3? Aber was ist hier noch die 4 Devotions? Weil wenn da... Das heißt, 4-mal kann ich hier noch irgendwas auswählen. Gut, was möchte ich denn haben? Mistril brauche ich aktuell nicht. Magic Dust. Ah, ich kann einfach nur Lotto klicken und wahrscheinlich dann entsprechend irgendetwas hiervon bekommen. Das heißt, hier kann ich nur untersuchen, wie und was es genau ist. Also Lotto. Aber ich kann die nicht anhalten. Collected.
Okay, das heißt, die ich eingesammelt habe, fallen auf jeden Fall raus. Gut, dann noch ein danach. 100 Disk. So, das wäre auf jeden Fall nochmal gut nachzugucken. Gut, das war jetzt für andere Weapon-Upgrades. Requirement-Material to upgrade Weapons to Level 31 bis 40. Ja, das dauert dann noch eine Weile, bis ich dahin komme. Card-Upgrade-Material. Gut, dann habe ich jetzt meine vier Züge da auch gemacht. Fight in any dungeon in Party W2. Also gilt meine... was? Fight in any dungeon in Party to other guild members. Win 3 Matches in Arena, make 1 Guild Tribute. Ha, ich bin aber noch gar nicht gildenfähig, von daher kann ich da noch gar nicht viel machen. Gut, dann noch ein Kampf, danach ist die Mystery Chest noch zu öffnen und dann war es das auch für die erste Folge. Also für diese Folge. Und gut, noch ein weiter. Und das lasse ich so, wie es ist. Those players are down shuffling. Looks like the enemy equips looks strong, be careful. Potion Cloud. Ja, toll. Nützt mir ja nichts. Da kommt schon der erste. Range and forgot me not. So, den kriegst du jetzt auf jeden Fall angegriffen. There is a unit with an armor ability and kind of unit reduce physical damage. Ah, es geht nur auf physical damage. Ah, APD. AP Damage. PDMG, okay. However, it does not affect magic damage. Okay. The indicated attack type is on the lower left corner. Ah, ja. Das heißt, die Feuerbälle, so wie der hier, die gehen auf jeden Fall durch den Armor durch. So, Poison Cloud. Ist natürlich blöd, dass die genau so aufgestellt ist, dass es nicht aufgeht. Und dann den Summoner, der dann auch nochmal dieses Willow da von sich gibt. Kling klong, Zeit ist um. Okay, also das Match noch zu Ende und dann die Kiste öffnen und dann ist vorbei. So, den Summoner und Lionel Dust oder den Fünfer, drauf 5 Cards, Leech Life, Recovers HP equal to Damage Dealt. Das klingt doch prima. Na dann, mach dich mal auf den Weg. Zack. So, das heißt, wenn er den, den kann er gar nicht nochmal angreifen. Aber er wird ja jetzt angegriffen und dann kann er die 2 Punkte wieder herstellen. Das ist auf jeden Fall eine schöne Einheit, solange sie nicht besiegt wird. So, du hast nur Schaden 1. Da wäre es gut, wenn du noch einen zweiten hinter dir hast. Und den Summoner wieder. Und dann noch den Walking Dead. So, und der ist wieder bei 7. Und der Gegner hat nur noch eine Karte ausgespielt. Elf Wanderer. Und da kann ich den noch in Brand setzen, wobei er wahrscheinlich die Runde eh nicht überstehen wird. So, Karten kommen jetzt wahrscheinlich keine mehr. Aber das heißt letztlich, dass ich erst beim zweiten Mal in der Lage bin, die Sterne-Ratings zu erfüllen. Weil ich glaube, beim ersten Mal sind die noch nicht aktiv.
Genau, gewonnen. Genau, da habe ich jetzt erstmal die Belohnung, die Kartenbelohnung letztlich bekommen. Aber First Clear Drops und dann die Victories. Ja. Okay, so, das ist genug für heute. Dann jetzt hier nochmal gucken, was es in der Karte gibt. In der Box meine ich. Gut, die Zeiten erhöhen sich jetzt schon. Mal gucken, ob wir es jedes Mal verdoppeln oder nur um 10 Minuten steigen, bis zu einem gewissen Maximum wahrscheinlich. Ah, 2 von 5 Times, resettet 5. Also ich kann es eh nur 5 Mal am Tag machen und da werden sich wahrscheinlich die Zeiten locker immer verdoppeln. Also ich habe wieder Münzen bekommen und gut. Ja, soweit. Also MMO ist immer lustig, wenn so ein Card Game als MMO dort markiert wird. Letztlich ist es vor allen Dingen ein Card Game. Und ja, wem es Spaß macht, sich in solche Mechaniken dann noch einzuarbeiten, weil das braucht es auf jeden Fall, sich hiermit zu beschäftigen. Ja, hier habe ich noch die ganzen neuen Karten. Zu gucken, was passt gut miteinander zusammen, wie kann man den Helden in bestimmten Situationen schützen und, und. Sense all enemy units in an area for one turn. Okay. Ja, das sind dann alles noch hilfreiche Karten, neue Figuren und so weiter und so fort. Ja, dann bis zur nächsten Folge und viel Spaß beim Spielen. Tschüss!